In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie man den EasySharp Coach verwendet. Sie werden auch unsere Methode verstehen und lernen, wie Sie Ihre Instrumente während Ihrer gesamten Lebensdauer in perfektem Zustand halten. Die Deppeler-Methode beruht auf zwei Säulen. 1. Der Schliff orientiert sich an der Struktur des Stahls und der Krümmung der Klinge. 2. Einhalten eines genauen Winkels. Stahl hat eine ähnliche Struktur wie Holz. Es ist wichtig, diese Struktur zu beachten und den Schliff entsprechend vorzunehmen. Sie erhalten so eine glattere Oberfläche und können die Fasern der Klinge wieder glätten. Auf diese Weise hält die Schneide länger. Hier sehen Sie ein Beispiel für einen schlechten Schliff. Das Instrument hat Facetten und die Klingenfaser ist gezackt. Die Klinge wird Ihnen extrem scharf vorkommen, aber die Mikrozähne werden schnell stumpf und das Instrument muss sehr oft nachgeschliffen werden. Nach dem Schliff mit dem EasySharp Coach erhalten Sie dieses Ergebnis. Schauen Sie sich die Spitzen der Instrumente mit einer Lupe an, um Ihren Zustand vor und nach dem Schliff zu kontrollieren. Sie benötigen zwei EasySharp Coach, einen Stein, einen Teststick, eine Lupe, Schleiföl, ein sauberes Tuch und natürlich die Instrumente, die Sie schleifen möchten. Zu Beginn geben Sie ein paar Tropfen Öl auf Ihren Stein und verteilen Sie diese mit einem sauberen Tuch. Diese einfache Geste garantiert einen optimalen Oberflächenzustand Ihrer Klingen. Montieren Sie zuerst den Coach auf den Stein. Für Rechtshänder sollte der Winkel nach rechts, für Linkshänder nach links schauen. Damit Sie das Instrument auf dem Stein gut im Überblick haben, ist es wichtig, fest an einem Tisch zu sitzen und die Ellbogen für zusätzliche Stabilität darauf abzustützen. Halten Sie den Stein zwischen Daumen und Zeigefinger, so dass Sie auf den Stein und durch die Führung schauen können. Positionieren Sie das Instrument so, dass der Einzahlschaft die Führung verdeckt. Unabhängig von der Form der zu schärfenden Kürette oder Scaler wird Ihnen dieser Teil immer zur Führung dienen. Legen Sie die Seitenfläche flach auf den Stein. Hier die Bewegung, die die Klinge auf dem Stein macht. Und hier die Drehbewegung des Griffes. Die Spitze des Instruments sollte immer entweder zum Daumen oder zum Coach zeigen, je nachdem, welche Seite der Klinge geschliffen werden soll. Sobald Sie die richtige Position erreicht haben, bewegen Sie das Instrument auf dem Stein hin und her, während Sie den Griff zwischen Ihren Fingern rollen. Dies ermöglicht Ihnen, die Krümmung der Klinge zu folgen. Nehmen wir zum Beispiel die Kürette Gracie 7-8. Montieren Sie den Gracie Coach, dieser wird ausschließlich für Gracie-Küretten verwendet. Die Spitze des Instruments sollte immer entweder zum Daumen oder zum Coach zeigen, je nachdem welche Seite der Klinge geschliffen werden soll. Der Einzahlschaft soll die Führung verdecken und parallel zur Führung bleiben. Sobald Sie die richtige Position erreicht haben, bewegen Sie das Instrument auf dem Stein hin und her, während Sie den Griff zwischen Ihren Fingern rollen. Dies ermöglicht Ihnen, der Krümmung der Klinge zu folgen. Vermeiden Sie den Einsatz von Kraft. Lassen Sie das Instrument einfach über den Stein gleiten. Je größer Ihre Bewegungen auf dem Stein erfolgen, desto effizienter sind Sie. Für die universalen Küretten und Scaler verwenden Sie den Universal Coach. Das Verfahren ist das gleiche.
Legen Sie die Seitenfläche auf den Stein. Verdecken Sie die Führung mit dem Einzahlschaft. Bewegen Sie das Instrument hin und her, während Sie den Griff zwischen den Fingern rollen. Kontrollieren Sie regelmäßig mit einer Lupe, dass sich die Klingengeometrie nicht verändert hat. Sie können die Klingen auch mit einem wasserfesten Stift markieren, um den Winkel und die Schleifregelmäßigkeit zu prüfen. Nach zweimal hin und her gleiten sollte die Farbe komplett verschwunden sein. Die richtige Position des Griffes haben Sie erreicht, wenn das Instrument in der Senkrechten zum Stein steht und das Ganze von oben betrachtet wie ein T aussieht. Außerdem wird die Klinge in Richtung Daumen ausgerichtet, also in der Achse des Steines. Diese Position ist falsch. Die rote Linie zeigt uns, dass die Klinge nicht in der Achse zum Stein verläuft und man erkennt gut, dass sich der Griff nicht in einer Senkrechten zum Stein befindet.